Ja, den Mittelpunkt bestimmen von zwei gegebenen Punkten, die beide jeweils bestehen aus einem x-Wert und einem y-Wert. Macht euch ganz einfach die Notiz, von dem einen Punkt x1, y1, erster x-Wert, erster y-Wert markieren. Zweiter Punkt x2, y2, zweiter x-Wert, zweiter y-Wert markieren. Ein Mittelpunkt besteht ja auch wieder nur aus einem x und einem y-Wert. Der x-Wert des Mittelpunktes ergibt sich aus Addieren der beiden x-Werte von den Punkten, die gegeben sind, durch 2. Der y-Wert des Mittelpunktes ergibt sich aus Addieren der beiden y-Werte von den gegebenen Punkten durch 2. Entsprechend einsetzen, x1 ist 1, x2 ist 10, 1 plus 10 durch 2 für den x-Wert des Mittelpunktes, y1 ist 3, y2 ist 1, 3 plus 1 durch 2 aus der Formel ergibt den y-Wert des Mittelpunktes, somit der Mittelpunkt bei 5,5 und 2.